Der ist richtig wie ein kleiner Hamster, der immer gestorben ist. Was ist das? Was ist das? Drei, zwei, eins. Immer dreimal auf den Tisch klopfen. Dann kommt der Kobold und boxt dich. Freunde, wir haben einen sehr besonderen Gast heute hier. Der ehemalige Sohn von Rezo. Sag mal alle Hallo. Hallo. An der Stelle erst, hast du dein Drinking-Problem unter Kontrolle? Auf keinen Fall. Wir bewerten jetzt Sachen, die wir im Supermarkt, irgendwelchen Supermärkten gefunden haben, die eigentlich niemand kauft. Okay, alright. Wahrscheinlich kennt ihr manche Produkte, vielleicht vom Vorbeigehen. Das sind dann, wahrscheinlich wirft man da immer nur so einen Blick drauf und denkt sich, the fuck, was ist das so? Also ich bin schon der Meinung, dass die meisten davon eher von sehr älteren oder älteren Leuten gegessen werden. Okay. Okay. Und, also von dir. Nein, doppelt so alt. Die Sache ist, meine Mom hat auch noch was im China-Restaurant gefunden und das ist halt sehr grausam, was da passiert. Ne? Auch teilweise in den China-Märkten, auch unten im Keller, hast du es mal gehört? Ja, ja. Ich hab da mal gewohnt. Als erstes kriegt ihr mal direkt was zum Wachwerden. Und zwar muss jetzt jeder von euch einen Käse essen. Ja, ich finde Käse voll geil. Käse finde ich auch geil. Ja, dann viel Spaß. Boah, der stinkt ja durch die Packung. Boah, der ist richtig eklig, Alter. Du hast die Ehre, den Edelschimmel auszupacken. Boah, das stinkt. Boah, das ist richtig. Boah, Digga. Abbruch, Freunde. Abbruch. Okay, okay. Tatsächlich muss ich sagen, jetzt wo es ausgepackt ist und dieser Geruch sich aber verteilt hat im Raum, ist es eigentlich gar nicht mal so viel besser geworden. Oh mein Gott, ich denke mir, wie ist das immer, was ist das für Pussys? Jetzt sitze ich hier und denke mir so, was ist das für Pussys? 3, 2, 1. Bruder. Mission failed. Ey, das schmeckt wie so, als wenn man zum Babybell so ein Jahr in die Sonne gelegt hätte. Ja. Und drauf getreten hätte. Ey, ich geb dem Ganzen eine 5 aus 10. 5? Ja. Ich geb dir eine minus 3 von 10. Ich hätte noch ein Stück essen können. Ältere Damen brauchen natürlich auch sehr viel Vitamine. Deswegen kriegt ihr zum Nachspülen richtig fett Vitamin C von mir. Bitteschön. Digga, das ist eine Bombe. Das ist Vitamin C. Aber es riecht wie einfach nur... Aber das geht klar. Das riecht wie Vitamintabletten, aber so mal 100 dosiert. Das war geil. Krass, hätte ich niemals gedacht. Obwohl, jetzt ist geil. Jetzt würde ich noch richtig geil. Nicht gepresste Zitronen. Ich dachte, jetzt kackt ihr komplett ab. Das darfst du nicht so trinken. Doch, das ist frisch gepresst. Das ist kein Konzentrat. Das ist zum Kochen und Würzen. Und zum Trinken. Ohne den Start wärst du 6, aber mit Start eine 4 aus 10. Für mich ist das eine 7 von 10. Süße Sachen sind ja toll, aber was ist, wenn süße Sachen salzig eingelegt werden? Dann wird's fies. Fruchtfleisch. Das sieht doch nicht so aus. Hey, das ist doch mal auf Burger und sowas auch manchmal drauf. Ja, aber das ist eingelegt in fucking Salzlake. Das ist mir doch egal. Badiger. Das sieht doch so sieht Jackfruit aus, wenn es nicht verarbeitet ist. Hä, hey, was ist denn das? Sieht doch übelst ekelhaft aus. So, auf die Omas. 3, 2, 1. Hä? Ja, es könnte schon so Ohr sein, ne? Ja, runterschlucken, bevor ich kotze. Ja, es hätte ein Ohr sein können. Es hätte ein Ohr sein können. Es war so... Das war so klebrig. Ohrig. Weil von mir 2 von 5, 10. Okay. Ja, 5 von 10. Hä, warum magst du alles? Weil ich ein Psychopath bin. Ja, ich merk's. Was kommt jetzt? Oh, das sieht asiamäßig aus. Nee, das ist nicht asiamäßig. Das ist etwas, was eigentlich nicht passt, aber ich weiß, dass es Juni schmecken wird. Ach, das sieht aus wie Kacke. Es ist eine Tapenade. Oh, eine Oliven-Tapenade. Ach, Digga, ich bin allergisch gegen Oliven. Aber das ist doch kein Oma-Essen. Deine Oma kommt da in die Sack an. Guck mal, mach mal. Das ist aus dem Feinkostregal. Da standen nur alte Leute vor. 3, 2, 1. Ich bin allergisch gegen Oliven. Ich geh drauf hin. Ehrlich sagen, ich fand's gar nicht mal so schlimm. 8 aus 10. Tatsächlich, da sind Oliven drin. Ich würde trotzdem sagen 6 von 10. 6 von 10? Ja. Das war voll viel. Ach, warte. Minus 6 von 10. Nee, nee, aber 6 von 10, wirklich. Krass. Bruder, was ist das? Das sieht aus, als wenn das ist nicht für Europäer gemacht. Aber wenn das nicht diese 1000 Jahre alten Eier. Nein, du Psychopath. Die sind tatsächlich 1000 Jahre alt, sag mal. Ey, aber es ist gut Eiweiß drin. Let's go. Also. Bruder, was? Das sind grün. Die sind grün! Aber die Sache ist, die Dinger, die zerlaufen auf deiner Zunge, aber nicht schön gedacht. Richtig ekelhaft, ne? Die sind richtig so... Die sind... Das ist Schleim. Das ist fast wie Schleim. Aber das ist doch... Thomas ist doch roh, oder nicht? Er kotzt einfach. Langsamer, langsamer. Nicht so hastig!
Ja, das sieht gut aus. Aber das kannst du doch nicht essen, das ist ein grünes Ei. Dann pellen wir das Ding jetzt, ne? Ih, das ist cool! Ja. Komm. Das ist schwarz. Ja. Oh, ich kotze gleich. Also das muss ich so nachher aus, wenn es gepellt ist. Oh, meine Finger. Riech mal deinen Finger. Also, wie wenn man so ein bisschen so zu Kacke am Finger hat. Was ist das? Digga, kotze dich in die Maske. 3, 2, 1, go. Also ich hatte ein Überstück. Zeig mal mit mir, du weißt, was passiert. Ja, Bugs. Da riechen alle Menschen so, oder? Nein, ist einfach. Aber ist ekelhaft, oder? Ja, schmeckt halt wie so altes. Immer wieder oben. Okay, ganz kurz, Bewertung zum Ei. Null. Nicht minus 10. Nee, es gibt nur 0 bis 10. 0. Komm, ey, das vertrage ich, glaube ich. Jetzt kommt hier nur, wir trinken sofort. Meinst du? Ja. Ja, und also, ihr müsst raten, was das ist. Okay. Okay, okay. 3, 2, 1. Was ist das denn, Alter? Das ist Sauerkrautsaft. Alter, es gibt Sauerkrautsaft. Ich, ja. Mag, ja, ich mag nicht mal Sauerkraut. Mal so eine 1 von 10. Ungefähr, ja. Und 0 eigentlich. 1 von 10. Dann jetzt nochmal was aus dem Feinkostregal. Das wird einfach immer ekliger. Was ist denn das? Zitronengras in Salzlake. Was hast du mit deinen Salzlaken andauernd? Ja, das ist halt fies. Es ging, alles in Salzlake war bis jetzt okay. Es ist voll trocken hier oben. Ich will was Saftigeres haben. Schmeckt das, wenn man so Wiese essen würde. Ja, aber jemand hat nur so einen Hund drauf gepisst vorher. Ja. Boah, nee, das ist echt. Ja, aber ist okay. Ist halt so Pisswiese. Mhm. Ja, ist eine 4 aus 10. Ja, ist halt auch 4 aus 5. Das ist ja einfach nur. Was ist denn drin? Das ist so Schokodinger, oder nicht? Rumkugeln. Boah, da hat sehr viel Alkohol drin, ne? Echt? Schmeckt wie nach einem Montagmorgen. Ja, schon sehr viel Alkohol, das ist ja 40%, das ist Bonbon. Ja, locker. Ich hab gar keinen Alkohol drin gehabt. Hier ist noch eins. Oh, hier ist lecker. Das ist doch gut. Gar nicht so schlecht. Also ein bisschen beißen, ein bisschen hat so eine leichte Schärfe, ne? Nein, eigentlich nicht. Okay. Geschmacksnervenstechnisch bin ich einfach komplett Standby K.O. einfach hier. Okay, dann viel Spaß hiermit. Boah, ist das schon offen. Ja. Das hast du offen gekauft. Ja. Mmh. Sieht man das? Das ist auch so aus irgendeinem. Das sieht nicht so aus, als wenn Alman Deutscher das essen sollte. Geil. Digga! Das sieht aus wie Samstag 3 Uhr morgens. Ja, das kann man gut. Was stinkt das, Alter? Wenn ich so denke, ich bin gerade in Singapur, krieg so meinen Dish. Denk mal an Urlaub. Denk mal so an Thailand. 3, 2, 1. Boah, das war scharf. Oh, das ist aber geil. Ich war scharf. Boah, das ist sehr scharf. Boah, das war sehr scharf, Alter. Das Problem an scharfem Essen ist, ich will immer weiter essen. Ja. Aber ich sollte nicht. Achtung stehen. Ich. Ja, das ist 9 von 10. Krass. 9 von 10, ja. Sehr, sehr lecker. Weiter geht's. Das wird das. Davon habe ich mal gekotzt. Das ist so widerwärtig. Was ist denn Brottrunk? Brot. Ihr habt recht. Riech dran. Das ist so eklig, Alter. Es ist so abgefuckt. Boah, jetzt hast du den fiesesten Mundgeruch einfach. Ich hab den fiesesten Mundgeruch jetzt. Jetzt für immer. Boah.
Ja, 10 out of 10 wurde, Alter. Das minus 9 von 10. Ja. Achso, ich dachte am Stock. Was ist Durian? Das? Nein! Was ist das? Boah, das stinkt jetzt! Was ist das? Ja, was ist das? Das Durian, kennst du es nicht? Nee! Das essen alle meine Onkels und Tanten immer in Asien. Ey, du weißt, das ganze Haus stinkt jetzt danach, ne? Alter. Oh, Bruder! Boah, stinkt das eklig! Das ist die stinkendste Frucht der Welt, sagt man. Das ist eine Frucht? Das riecht wie ein kleiner Hamster, der immer gestorben ist. Ey, wenn du das in den Zug mitnimmst in Singapur, musst du 5000 Euro Strafe zahlen. 5000 Dollar. Jetzt bitte! Hat sich jemand gedacht damals, vor 10 Jahren, dass wir mal gemeinsam Durian essen? Nee. 3, 2, 1, go. Die Toxine verteilen sich sofort im Körper. Boah, Digga! Alter! Ich hab's probiert, es hing da und mein Körper meint so. Nein. Es war so nein. Hier stinkt so. Ja, es ist widerwärtig, Alter. Ist das so schlimm? Willst du essen? Ja. Setz dich hier hin. Was redet ihr? Das ist das beste Obst Asien. Habt euch das Video gefallen? Wenn ja, gib ein Thumbnail. Nein. Man kann TJ in der Videobeschreibung finden. Und auf Twitch auch. Haut rein. Und folgt mir auf Instagram.